Schauen wir vielleicht in Richtung Ukraine tatsächlich und was sich dort an den Frontlinien im Moment tut. Wir hören vom russischen Außenminister Lavrov, die Eroberung des Donbass habe bedingungslose Priorität. Ich zitiere ihn gerade wörtlich. Aus den Informationen, die Ihnen auch vorliegen, wie würden Sie die Lage dort im Moment einordnen? Die Situation ist sehr schwierig mit russischen konzentrierten Angriffen und einer völlig überlegenen Feuerkraft und großer Rücksichtslosigkeit bei der Beschießung von Städten. Was dort stattfindet, wenn es nach russischem Willen geht, das ist die Befreiung in Anführungszeichen von Steinwüsten. Trotzdem gibt es ein differenziertes Bild. Alleine schon die Tatsache, dass Russland eigentlich alles auf diese Stadt Sverodonetsk konzentriert, zeigt, dass die russischen Streitkräfte nicht zu mehreren großen Aktionen gleichzeitig fähig sind. Das ist eigentlich eher auch ein Zeichen der Schwäche. Es gibt auch dort in dieser Stadt bisher nur Teilerfolge. Der Eisenbahnknotenpunkt Liman im Norden davon ist genommen worden. Und es gibt auch ukrainische kleinere Gegenangriffe, auch in der Gegend von Kherson, Mykolaiv, wo nicht viel Raum gewonnen wird, wo aber russische Truppen gebunden werden. Und das zeigt wieder, gerade haben Sie Kiesewetter gezeigt, das zeigt wieder, wie wichtig die Lieferung von Waffen aller Art an die Ukraine ist und wie viel Zeit verloren worden ist.